Hey Leute, willkommen zurück. Okay, weiter geht's. Im letzten Part haben wir zwei ganze Bosse geschafft und haben uns nicht wie vorher bei einem extrem dämlich angestellt und das auch gut so. Okay, jetzt müssen wir mal... Oh Gott, nein, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt. Okay, war doch nicht. Ich glaube, das kam... Ist... Ja, aua, aua. Oh cool. Schon erste Mal tot und dabei ist noch nicht mal eine Minute rum. Das scheint ja echt vielversprechend zu werden. Mal schauen. Aua. What the? Scheiße. Warum kriege ich das auf einmal nicht mehr hin? Schon. Aua! Aua! Nee. Nee, das geht ja gar nicht. Das ist ein Scherz, oder? Das ist jetzt ein böser Scherz. Boah, ein Glück, dass ich das mal geschafft habe. Boah, ich. Nee, jetzt fühle ich mich gerade echt verarscht. Ich. Oh Gott, wie geil. So früh und schon so viele Fails. Mein Gott. So, jetzt mache ich die scheiß Teile. Ich glaube, das lag alles an den Fackeln. Genau, ich gebe immer den Fackeln die Schuld. Oh fuck. Ich glaube, ich hätte lieber Zeit anhalten sollen die ganze Zeit. Das hätte mir sehr geholfen. Und jetzt kommt mal ein abwechslungsreicherer Part. Wir laufen auf Laserstrahlen rum. Das ist auch keine schlechte Idee, wie ich finde. Und vor allem sehr möglich. Aber was soll das? Nein, okay, hier ist noch ein Schwert. Das wollen wir haben. Denn jetzt kommt schon der letzte Boss dieses Areals. Letzter Boss. Ich hätte eigentlich gedacht, das seien 5. Egal. Bastion. Und los geht's. Für diesen Boss gibt es keine eigentliche Taktik. Man, zumindest nicht, dass ich wüsste. Ich renne einfach immer nur drauf und versuche ihn zu treffen. Und er hat ein paar sehr verwüstende Attacken. Oh Gott. Und schon geht's los. Ich liebe diesen Boss. Sowas denn. Lustig wird, wenn er seine zweite Form hat. Dann sieht das mehr nach Toro aus, glaube ich. Oh Gott, das sieht jetzt schon schlimm genug. Ja, ab jetzt kann ich ihn nicht mehr wehtun, bis er in seine zweite Form geht. Das heißt, warum versuche ich dann endlich noch drauf zu schlagen? Okay, jetzt macht er das nochmal. Beschwert seine kleinen Pumpkin-Typen, die mich eh nicht treffen. Und jetzt geht er in zweite Form. Und jetzt wird's richtig lustig. Ja, oh Gott, jetzt ist er noch vernichtender. Man kann Zeit anhalten, aber es würde nicht wirklich viel helfen. Oh, tot. Eigentlich, er ist einfacher als man denkt, aber ja, viele gehen halt drauf bei ihm, weil man nicht weiß, was man tun soll. Und dort haben wir den grünen Switch. Den letzten der 4 Switch. Und damit haben wir auch endlich alle Items. Ihr habt richtig gehört. Alle Items. Wir stehen kurz vorm Ende von Bunnys Teil dieses Spiels. Oh, und ich glaube, oh Gott, wir haben noch nicht mal die Hälfte der Time Extension. Gerade auf. Und wir wurden von Laserstrahlen getroffen. Auch eine nette Abwechslung. Und nicht von Stacheln. Oh Gott, und jetzt müssen wir wieder nach unten. Ich glaube, ich sammle vor dem letzten Boss nochmal alle Extensions ein. Ich weiß zwar nicht, wo die sind, aber naja, ich werde halt ein bisschen suchen. Vielleicht schon. Ich glaube, kann sein, dass ich weiß. Ich weiß. Och, was weiß ich. Cool, ich habe jetzt so oft weiß gesagt. Egal. Und jetzt. Der Weg nach unten ist wesentlich einfacher und geht wesentlich schneller. Zum Glück. Nicht, dass wie in Castlevania. Keine Ahnung, was irgendein Teil da haben sie das ganze Stoff einmal gespiegelt, wenn man sich den ganzen, nicht gespiegelt, auf den Kopf gestellt und da durfte man, ja, ich glaube, das war der für PS2, da durfte man nicht, PS1, da durfte man das ganze Schloss nochmal auf den Kopf spielen, das war schön. Oh Gott. Wenigstens hatten sie neue Bosse drin. Und den Schalter nehmen wir natürlich wieder mit, denn den brauchen wir.
Und jetzt, da wir den grünen Schalter haben. Hey UFO, komm her, komm her, komm her, UFO. Oh Gott, da kommt's glaube ich schon. Nee, das ist da schon. Das ist von Anfang an da, glaube ich. Oh Gott, ich hab schon Platz. Oh, und jetzt falle ich wieder weg. Und auch hier ist der Rückweg wesentlich einfacher. Okay, eigentlich war der Hinweg auch einfach. Ja, klar, kann man auch so machen, wenn man will. Oh Gott. Egal, ich mach's einfach mal kaputt. Ich will da runter. Kann man doch... Hier konnte man doch irgendwie kaputt machen. Genau, sag ich doch. Das ist jetzt mal echt. Mich kriegst du nicht. Nicht diesmal. Haha. Okay, jetzt müssen wir hier lang und dann wieder hier lang und dann nehmen wir uns hier noch ein bisschen Zeit holen. Mal schauen. Ups, eine Sekunde nur. Wie lustig. Okay, und jetzt, ja, wo müssen wir jetzt hin? Wir können noch, wir haben jede Menge Plätze, wo wir hingehen können. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal alle grünen Türen abklappern. Wo sind denn welche? Da gerade, genau da, wo ich gerade war. Sehr schön. Auch nicht schlecht. Das heißt, wieder zurück. Okay. Aber was soll's. Und jetzt müssen wir wieder hier rüber. Und hier hoch. Und hier so hoch. Und hier, hier. Fuck. Oh Gott. Aua. Wie auch immer ich da gerade nicht getroffen wurde. Ach ja, Time Bunny ist wieder da. Oh, das sah mehr nach Messer aus als nach Morgenstern, aber egal. So, und jetzt ganz schnell. Okay, Leute, und hiermit beende ich den Part auch schon wieder. Im nächsten Part machen wir uns auf die Suche nach den Time Extensions, Lebensextensions und sonstigen Shit, der uns noch fehlt.